Der alte Markt, Verkehrsknotenpunkt im Wuppertaler Stadtteil Barmen. Durch die Vereinigung der Städte Elberfeld, Barmen, Ronsdorf, Kronenberg und Vohwinkel entstand die Stadt Barmen-Elberfeld am 1. August 1929. Diese wurde umbenannt nach einer Bürgerbefragung im Jahre 1930 in den heute bekannten Namen Wuppertal. Meine Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zur Treppenwanderung 2.0. Gestartet bin ich vom Bahnhof Barmen, um mal einen kleinen Überblick zu geben. Sorry, dass es hier sehr laut ist, aber wir sind hier an der Kanapper Straße. Im Übrigen ist hier, kann man sehen, jo, das Petrus Krankenhaus. Da bin ich auf die Welt gekommen nebenbei. Also es geht jetzt erstmal zum Rott, dann geht es rüber zum Sedansberg, Wichlinghausen, Oberbarmen und Heckinghausen. Und dann, ja, mein Zielpunkt ist dann der Bahnhof Barmen. Und ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid. Und los geht's mit der ersten Treppe, die da vorne ist. Und da geht's jetzt hoch. Ja, das ist auch wichtig, es ist wirklich kalt. Los geht's. Und damit begrüße ich euch am Kanapper Platz. Zwei Treppen haben wir schon hinter uns. Ich muss leider sagen, dass ich über die Treppen in Barmen nicht allzu viel gefunden habe. Über die, wo ich was gefunden habe, werde ich was erzählen aus dem Off oder so direkt. Und bei den anderen blende ich dann entsprechend ja, vielleicht das Erbauungsjahr ein und die Anzahl der Stufen. Viel mehr gibt es da teilweise auch gar nicht drüber zu erzählen, weil das ja eigentlich nur ja, Verbindungen sind von einer zur anderen Straße, ohne irgendwie großartig einen geschichtlichen Hintergrund. Hier war im Übrigen immer, oder ist, ich weiß gar nicht, die Barmer Kirmes immer. Also jetzt aktuell natürlich eher nicht. Aber da habe ich auch ganz tolle Erinnerungen dran. Autoscooter und da gibt es dieses Spiel mit dem Kran, wo man eine Mark eingeworfen hat, wo man sich so ein Plüschtier hochziehen konnte. Sorry, wenn die Kommodfrau immer mal wieder dazwischen labert. Ich habe es jetzt hier drin, weil wir das Problem mit der Kälte hatten. So, dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter zur dritten Treppe und auf geht's. Mir ist kalt. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass sich eine ganze Menge geändert hat. Sehr viele Neubauten hier auch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann da. Ich weiß gar nicht, ob das Altenheime sind. Genau, Seniorenresidenz. Perfekt. Ich bin jetzt gerade den Anton-Schwedt-Weg entlang. Langjähriger Präsenz der katholischen Arbeiterbewegung und Pfarrer. Deswegen würde ich sagen, ich taufe die Treppe da. Anton-Schwedt-Treppe. Auch wenn sie jetzt vielleicht einen anderen Namen haben sollte. Wie ich schon gesagt habe, die Treppen, die ich teilweise hier laufe, die haben halt eben keinen konkreten Namen, sondern sind nur Verbindungen von Straße zu Straße. Ja, hier kann man nochmal das Klinikum sehen, Petrus Krankenhaus, den eingestürzten Hallen da. Ist ja verrückt. Also wenn ich jetzt hier so hergehe und mit offenen Augen hier durchgehe, dann, bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach links abbiegen auf Weg. Labert mir die Kommodfrau wieder dazwischen. Deswegen würde ich sagen, weiter geht's. Damit begrüße ich euch am Sedansberg. Was macht man, wenn einem kalt ist? Treppensteigen und berghoch selbstverständlich. Vielleicht kennt der ein oder andere den Sedansberg. Das ist der steile Berg, der vom alten Markt oben auf die Sedansstraße führt. Auch Filmkulisse für den Film Manta Manta. Diese Bäckerei, die ihr eben gesehen habt, das war früher mal eine Eisdiele.
Da gab es eine Szene und unten, da bin ich jetzt nicht hergegangen. Da gibt es noch das Gymnasium. Da gab es auch noch eine Szene, die da gedreht wurde. Da habe ich tatsächlich damals sogar den Aufbau gesehen. Also die Vorbereitungen dafür. Nicht mal so sehr die Dreharbeiten, aber es ist trotzdem cool, dass so eine Erinnerung, die bleibt. Und ja, wie ihr hört, ich mache hier ordentlich Speed, soweit das möglich ist. Nebenbei, das wisst ihr ja sicherlich auch, auch diese Wanderung werde ich bei Komoot zur Verfügung stellen. Für den einen oder anderen, der vielleicht Lust hat, das mal nachzuwandern. Ja, dann würde ich sagen, wo sind wir hier? Am Tutilla-Weg. Weiter geht's. Nachdem mich dann die Komoot-Frau in den Wahnsinn getrieben hat und ich das Handy neu starten musste, weil der den Track wieder mal nicht richtig aufgezeichnet hat, möchte ich euch etwas ganz Tolles zeigen. Das kannte ich jetzt so auch noch nicht. Und zwar diese farbigen Häuser hier. Richtig toll. Geht quasi fast die ganze Straße runter. Ist schon was Feines. Also ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, würde ich sagen. Besser als dieses triste Grau und diese ganzen anderen Farben. Ich meine, das ist jetzt hier auch schon noch recht modern, aber das, oh, das gefällt mir ganz gut. Was soll ich euch sagen? Was ist hier los, ey? Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Da war gerade irgendwie Privatweg, Benutzung auf eigene Gefahr von dieser Konsumgesellschaft. Da hinten ist die Trasse, da ist sie doch. Da wollte ich doch hin. Aber das kann auf jeden Fall kein offizieller Zugang sein hier. Das sieht schwer nach, ja, keine Ahnung, Baustelle oder sonst irgendwas aus. Aber wir sind an einem ganz, ganz wichtigen Ort für mich. Und zwar hier verläuft ja die Nordbahntrasse. Haltepunkt Heubruch müsste das sein. Und im Hintergrund könnt ihr schon die Hochhäuser sehen. Da bin ich aufgewachsen. Deswegen gehen wir da jetzt auf jeden Fall hin. Auch wenn das nicht auf der Tour geplant ist, sondern es dazu ein separates Video geben wird, kann ich mir das auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Also, auf geht's zum Krautsberg 13. Ein weiterer markanter Punkt, denn ich habe in meinen Familienfotos ein Foto gesehen, das ist genau hier entstanden. Damals gab es allerdings da noch die Brücke, weswegen ich jetzt versuchen will, das Foto irgendwie nachzustellen. Und ja, mal schauen. Wie war das? Wir jetzt unweit des Barmer Rathaus, da hatte ich ja auch schon in der letzten, in dieser Vorschau 2021 gesagt, dass es sehr viel darum drehen wird. Das Barmer Rathaus werden wir heute auf jeden Fall nicht sehen, so in der Form. Aber wir gehen jetzt hier die Treppe runter. Kenne ich auch sehr gut die Treppe hier am Heubruch. Vielleicht wohnt der ein oder andere hier in der Nähe. Und ja, auch diese Metallteile hier, die sie hier vor vielen, vielen Jahren dran gemacht haben, weil wahrscheinlich die Brücke irgendwie oder die Geschichte hier versucht, so ein bisschen ja, abbröselt, sage ich jetzt mal. Jetzt geht es noch eine Treppe weiter runter. Da habe ich auch oft gespielt und habe hier Blödsinn gemacht. Immer noch am Heubruch. Also ganz toll. Auch hier diese Pöller. Die gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Ich meine, sowas hält ja auch, was weiß ich, 100 Jahre. Außer fährt jemand davor. Aber wie ich schon gesagt hatte, ich lasse mir heute nicht nehmen, den Krautsberg 13 zu besuchen. Ob wir da reinkommen, keine Ahnung, werden wir jetzt sehen. Aufgeben. Auf jeden Fall geht's jetzt zum Krautsberg 13, wenn ich mich nicht auf die Schnauze lege.
muss mich leider ein bisschen entschuldigen für dieses Durcheinander. Es ist tatsächlich so, dass ich diese Treppenwanderung sehr stark mixe mit der Wanderung, was die Wohnung angeht, was meine Schule und so weiter angeht. Da hatte ich ja gesagt, ich mache ein separates Video zu, aber ich vermische das sehr stark miteinander, weswegen ich hin und wieder irgendwie total durcheinander bin. Wo geht's jetzt hin, wo geht's jetzt her? Aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder auf der Nordbahntrasse Richtung Wichlinghausen. Und jetzt versuche ich mal der Navigation zu folgen. Denn es ist, glaube ich, einfacher, der Tante von Komoot zu hören, zuzuhören und das zu machen, was sie sagt, als meine Gedanken irgendwie den Weg zu überlassen. Von daher, sorry für dieses Durcheinander. Bevor ich die Nordbahntrasse jetzt hier an der Germanenstraße verlasse, möchte ich euch noch ein kleines Geheimnis verraten. Und zwar, hier fuhren ja damals Züge und ich war 1989 bis 1993 da hinten an der Gemeinschaftsgrundschule Germanenstraße. Und deswegen führte automatisch auch mein Schulweg hierher. Und hier konnte man, kann man das sehen? Ja, genau, da unten führt so ein kleiner Weg entlang. Und da bin ich damals mit einem Klassenkameraden über diesen Zaun hier drüber, um dann hier auf der Bahnstrecke in den Tunnel zu laufen. Total verrückt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob da noch Züge fuhren zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sich derjenige da an diesem Gitter die ganze Jacke aufgerissen hat. Und wir überlegt haben, Scheiße, wie erzählen wir das jetzt den Eltern? Was ist da passiert? Und das war mein damaliger bester Freund, das kann ich auch noch sagen. Total verrückt. Auf jeden Fall, ja. Also ihr könnt, eigentlich ist dieses Video der Trailer für die Wanderung, wo es um meine Vergangenheit geht, so wichtige Orte für mich in Wuppertal. Naja, was soll's. Tolle Geschichte auf jeden Fall, auch wenn die gefährlich war. Und dann würde ich sagen, weiter geht's zur nächsten Treppe. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen im Belvedere Park an der Nordbahntrasse. Hier auf dem Felssporn stand früher ein Anwesen von Karl Hackenberg, Inhaber einer Litzenfabrik und Bandfabrik aus Wupperfeld. Wupperfeld, ja, das ist im Prinzip da ein Stückchen in diese Richtung noch, würde ich sagen. Ganz toll hier. Ich gehe jetzt auf jeden Fall weiter, denn ich habe ein bisschen Zeitdruck, Stress mal wieder. Und auf jeden Fall eine spektakuläre Sache hier, diese Aussichtsplattform, richtig toll. Also die Nordbahntrasse, ganz ehrlich, das ist was richtig Feines. Ich kann mich noch ganz grob daran erinnern, wie da die Züge fuhren, hier auf der Trasse. Also total verrückt. Privater Rastplatz. Also dann würde ich sagen, Rast ist beendet und weiter geht's. Treppe Elbersstraße, die wurde neu gestaltet, habt ihr aus dem Off gehört. Auch ganz toll, das ist bis jetzt eine der wenigen Treppen, die mir gefallen, weil die halt eben farbig sind und nicht einfach platt betoniert sind oder wie auch immer. Hier im Übrigen finde ich auch ganz toll hier. Dieser ganze Weg entlang hier ist mit Graffiti voll. Richtiges Graffiti und nicht dieses komische Angetagge. Gefällt mir richtig gut. Jetzt müssen wir rechts auf die Max-Planck-Straße, sagt die Frau von Komoot. Jetzt sind wir hier am, was ist das für ein Gymnasium? Keine Ahnung, Karl Fulrott? Nee. Es ist das Karl-Duisberg-Gymnasium und die Max-Planck-Realschule. Und dann weiter geht's.
Also was für eine tolle Kombination, die Kirche mit der Treppe und den ganzen Mosaiken und so weiter. Und das da oben finde ich auch richtig toll. Zum Bahnhof Wuppertal-Oberbaben. Geht jetzt hier runter. Grüße gehen raus an Martin Media Videos, der mir freundlicherweise in einer netten E-Mail die ein oder andere Treppe hier genannt hatte. Ich glaube, zwei davon bin ich gelaufen oder eine. Von daher, ja, auch diese Mosaike hier, ne? Total richtig toll hier. Den Löwen da. König der Löwen, sage ich nur. Richtig toll. Herzlich willkommen auf dem Überflieger von Oberbaben nach Recklinghausen. Hier hinter mir könnt ihr sehen die Endhaltestelle der Schwebebahn in Oberbaben. Vor mir sehe ich den großen Gaskessel. Den hatte ich ja auch schon angekündigt in der Vorschau. Der kommt aber auch zu einem späteren Zeitpunkt. Da oben ist er. Und zwar habe ich auch noch vor, einen sogenannten Brückenmarsch zu machen. Und zwar hatte ich ja gesagt, entlang der Wupper immer links, rechts, links, rechts. Da, wo halt eine Brücke ist, überquere ich die Wupper, mal nach links, mal nach rechts. Ganz flexibel. Ich habe da zwar eine Strecke geplant, aber es ist halt eben nicht alles in Stein gemeißelt. So wie jetzt diese Wanderung hier, irgendwie gefühlt ist das für mich eine Katastrophe, weil die Frau labert mir dazwischen permanent in den Videosequenzen, so wie jetzt. Auf der anderen Seite habe ich halt eben diese Wanderung im Kopf, meine Schule, mein Kindergarten etc. pp. Und das habe ich halt eben ein bisschen vermischt. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weiter auf dem richtigen Weg, auch wenn die mir dazwischen labert, Richtung dicke Ibach-Treppe, würde ich sagen. Und damit begrüße ich euch in Recklinghausen in der Ziegelstraße. Unten an der Ecke war gerade ein Steinbrink, da habe ich mir gerade einen Kaffee geholt. Auf die kalten Temperaturen, trotz Bewegung, kann das auf jeden Fall nicht schaden. Ich habe jetzt auch meine Route in der Form verlassen und laufe jetzt meinen eigenen Weg, weil ich erstens keine Lust habe mehr, mir von der Komodfrau dazwischen labern zu lassen. Und zum anderen kenne ich mich hier auch so gut genug aus, dass ich weiß, wie ich zu der dicken Ibach-Treppe komme. In den Barmer Anlagen, vielleicht kennt die der ein oder andere. Und ja, ich lasse mir jetzt erstmal meinen Kaffee schmecken und dann sehen wir uns gleich an der dicken Ibach-Treppe wieder. Die dicke Ibach-Treppe, benannt nach den Vorstandsmitgliedern Friedrich Wilhelm Dicke und Peter Adolf Rudolf Ibach des Barmer Verschönerungsvereins, welche die Treppe gestiftet haben. Die Treppe besitzt einen Z-förmigen Grundriss aufgrund der gegenläufigen Richtungswechsel. Bis 2006 stand auch das Bronzerelief Christus heilt ein misshandeltes Tier innerhalb der Treppennische. Das Relief wurde 2006 gestohlen und später unrettbar auf einem Schrottplatz gefunden. 2002 konnte die dicke Ibach-Treppe nach fünfjähriger Sanierung mit einem Kostenaufwand von 2 Millionen Mark eingeweiht werden. Ich begrüße euch recht herzlich an der dicke Ibach-Treppe. Ihr habt ja sie gesehen. Im Off habe ich schon ein bisschen was darüber erzählt. Ganz interessant, also die Brücke, die Treppe, die kenne ich auch. Bin ich auch schon öfter hoch und runter gelaufen, aber habe mir nie was dabei gedacht. Wie bei so vielen Treppen, auch in Elberfeld, die Holsteiner Treppe, Flensburger Treppe, wie sie alle heißen. Da steckt natürlich immer irgendwie Geschichte dahinter, selbst wenn das nur die Tatsache ist, dass da ein Künstler oder eine Künstlerin das ja, verschönert hat, sage ich mal. Hier in dem Fall habt ihr aus dem Off gehört, gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Und für mich geht es jetzt weiter durch die Barmer Anlagen, könnt ihr sie sehen, richtig toll. Schöne Grünanlage in Wuppertal-Barmen Richtung Barmer Bahnhof. Und ja, dann neigt sich so langsam meine Treppenwanderung
sofern wir sie denn so nennen wollen, dem Ende entgegen. Also wenn man in den Barmer Anlagen ist, dann muss man auf jeden Fall an dieser Statue hier vorbei. Wilhelm Werle, der Begründer des Barmer Verschönerungsvereins, ist auch der Verein, der für die Barmer Anlagen hier ja, verantwortlich ist. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, die das hier pflegen und in Schuss halten. Und richtig schön hier. Gegenüber haben wir noch einen schönen großen Teich. Und da oben ein Stückchen weiter gibt es noch einen weiteren Teich. Als ich im Kindergarten war, dann bin ich in einen der beiden Teiche mal reingefallen und ich weiß noch, dann sind wir zurück zum Kindergarten und da gab es dann eine heiße Milch mit Honig. Obwohl ich Milch eigentlich warm nicht so sehr mag, weil sich da immer so eine Haut drauf bildet und das finde ich absolut widerlich. Damit heiße ich euch recht herzlich willkommen an der letzten Treppe am Fischertal. Da ist noch eine Haltestelle Bergmarkstraße, vielleicht heißt sie die Bergmarktreppe. Ich weiß es leider wirklich nicht. Ich blende es jetzt ein, falls die Treppe tatsächlich einen Namen haben sollte. Ja, aus dieser Treppenwanderung 2.0 ist irgendwie ein kleines Chaos geworden, aber ich glaube, das Video ist trotzdem toll und zeigt neue Einblicke für euch, wie für mich, was das Thema Wuppertal oder andere Städte angeht. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Meine Hände sind einigermaßen kühl noch, aber das wird sich jetzt gleich geben. Beschweren möchte ich mich auf jeden Fall nicht, aber bedanken möchte ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Halt, stopp! Bevor das Video zu Ende ist, möchte ich noch eine griechische Restaurantempfehlung abgeben, und zwar Hellas Grill am Fischertal. Ist meiner Meinung nach der beste in ganz Wuppertal. Meine persönliche Meinung, keine Werbung etc. pp. Und weiter geht's. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.